Ah ja, das zeigst du dich. Oh, warte. Zeig dich, Bro. Oh was? Ja, jetzt kam. Was? Was? Mach nicht diesen. Digga, danke für den Babadonate. Nein, Digga, hör auf, Mann. Hallo Leute, damit herzlich willkommen zu neuem Video von mir. Da ich euch versprochen habe, dass ich beim nächsten Stream mit einer Facecam eine 200-Euro-Donation mache, habe ich das auch getan und ich habe das bei einem YouTuber gemacht, der sich 1000-mal gebessert hat. Der eine oder andere kennt wahrscheinlich den ganz alten Kanal von ApoRed, den ApokalypteRed-Kanal, wo er Gaming-Content gebracht hat. Der hat eine Zeit lang aufgehört und hat jetzt wieder mit angefangen und ich feiere sowas übelst ab. Unterstützt ihn auf jeden Fall ebenso, dass er weitermacht, dass wir dann später in den Trends guten Content haben. Das nächste Spendenvideo wird wie gefolgt ablaufen. Ich schreibe mir in die Kommentare die Namen von den YouTubern und das Kommentar, was die meisten Antworten hat, werde ich dann wählen und dann werde ich gucken, ob der YouTuber in dem Moment streamt und wenn er streamt, werde ich ihm die nächste Donation verpassen und wenn er nicht streamt, dann werde ich mir das zweitbeste Kommentar auswählen mit den meisten Antworten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spendenvideo. Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Wir machen heute mal ein Video mit Garkolym. Moin. Ihr solltet ja vielleicht schon das Format von ihm kennen, wo er zu anderen Streamern geht und da mal was reinspendet, vor allem auch bei kleineren Streamern. Heute haben wir uns mal einen etwas größeren Streamer rausgesucht, nämlich ApoRed sollte man ja kennen. Aber das hat alles seine Gründe. Viele sollten ihn ja von damals noch kennen, wegen dem Zeug, den er halt auf seinem Main-Kanal gemacht hat. Aber gerade deshalb wollen wir ihm mal was spenden, weil er sich hier auf seinem Gaming-Kanal wirklich gebessert hat. Das sieht man vor allen Dingen einfach daran, wie gut er in dem Spiel ist. Man sieht einfach richtig, dass er sich Mühe gibt dabei. Und das gefällt den Leuten hier auch eigentlich echt gut. Der belegt auch echt auf den ersten Platz und so weiter. Und ich finde das eigentlich auch echt ganz interessant zuzuschauen. All das, was Hayes gesagt hat, da kann ich nur zustimmen. Und ja, ich kenne auch seinen alten Kanal und ich sehe da ebenfalls große Verbesserungen. Und ich finde, dass man ihn auf jeden Fall dazu motivieren sollte, so weiterzumachen. Weil ich meine, er spielt nicht das Spiel, weil das irgendwie gerade total gut ist, sondern weil er selbst in dem Spiel mega krass ist. Ich meine, ich habe jetzt, glaube insgesamt 20 Stunden seine Streams geschaut und er hat ständig erste Plätze belegt. Das ist richtig krass. Dem macht es auf jeden Fall Spaß zuzuschauen. Und Leute, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung und ihr könnt euch dann einfach auch seine Streams gönnen. Der Typ ist richtig gut, von dem kann man was lernen. Und ich würde sagen, du fängst mit der 100-Euro-Spende an, dann spende ich ihm 200 Euro. Ja, genau. Das kann ich auch wirklich voll unterstützen. Da muss man einfach nur auch mal sagen, dass man ihn da unterstützen kann, dass er sich jetzt da in dem Weg gebessert hat. Und vielleicht sieht er ja dadurch, dass es den Leuten gefällt, dass er da auch mal große Donations reinbekommt. So, Benutzername Hayes, 100 Euro. Ich zahle jetzt auch mal über Sofortüberweisung, damit man weiß, dass ich das Geld nicht zurückziehe, wie in einem deiner Videos. So, deine Nachricht an den Streamer. Hey, mich freut es, richtig zu sehen. Dass du dich gebessert hast und vor allem wieder so guten Content wie damals ablieferst. Ausrufezeichen Smiley und darf ich diesen Ausschnitt für meinen Kanal verwenden? Nur zur kurzen Information, wir machen das aus rechtlichen Gründen, weil wenn uns beispielsweise andere Leute nicht die Genehmigung geben, das hochzuladen, dann dürfen wir das auch nicht machen, deswegen müssen wir das extra nochmal nachfragen. Ja, genau. So, ich bezahle jetzt einmal kurz. Ich bin gespannt. Also ich bin vor allem auch gespannt, wie lange er drauf reagiert und wie lange er sich auf dieses Geld freut. Ja, das wird mich auch richtig überraschen, weil man weiß ja schon, dass er von seinem damaligen Content ganz gut Geld verdient hat. Aber ich glaube, dass er sich hier einfach viel mehr freuen wird, weil das einfach ihn auch zeigt, dass er durch seinen guten neuen Content einfach wieder Erfolg hat und sich die Leute dafür interessieren. So. Einmal noch bestätigen. So. Jetzt könnte die Spende innerhalb der nächsten Minute auch schon kommen. Ach, Medikit. Ich würde dich schon wissen. Ja, ich auch. Vollbild. Welcher Sniper-Spaß hat auf mich auch gemacht?
ob der da noch spielen kann. Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Okay. Ja, wir können höchstens 15 Kills machen in dieser Runde, ist voll behindert. Ich will auch eine Sniper haben. Wo ist der Sniper-Spasti gewesen? Der war doch irgendwo in dieser Richtung. Ich werde den jetzt auch mal spenden. Wenn du Eier hast, zeigst du dich. Oh, warte. Zeig dich, Bro. Oh was? Ja, jetzt kam. Was? Was? Mach nicht diesen. Digga, danke für den Babadonet. Das hört er heute nicht mehr auf. Was ist das? Gar nicht gesehen hat. Ich werde es gleich nochmal vorlesen. Er hat nicht reagiert auf 100 Euro! Er hat es noch nicht gemerkt, dass er 100 Euro bekommen hat. Ich glaube, der hat das gar nicht gelesen. Aber da sieht man auch mal, dass er sich richtig auf das Game konzentriert und trotzdem. Oh mein Gott! Lass mal kurz mal das Video mal muten. Leute, ja. Das ist gerade so witzig. Hayes spendet ihm 100 Euro, dann kommt halt diese komische Banane. Ja. Da kommt eine 20-Euro-Donation, bedankt sich für die 20-Euro-Donation. Ja. Guck mal, was die Leute alle in den Chat schreiben. Auch diese Leute, ne, die ach, auch Scheiße, jeden Gunfight mit der Rocket Launcher bestreiten wollen, egal auf welche Range. Hauptsache Rocket Launcher. So, Hayes und ich haben dir jetzt, okay, ich muss jetzt einen Plan insgesamt machen. 300 Euro gespendet. Ich muss wir das hoffen, machen, weil dass es dich freut. So geht's nicht mehr weiter. Und dass du mit dem aktuellen Content weitermachst. Da geht's gerade hoch. Viele Grüße, Darkulim. Darf ich den Stream aus. Beziehungsweise dürfen wir den Stream Ausschnitt auf unseren Kanälen hochladen? Dürfen wir den Stream Ausschnitt auf. Digga, was ist nur los mit mir heute? Er hat 8% Leben, hat überlebt, Digga. Rocket Launcher, Spaß, Demon. Ich hätte auch mal den Rocket Launcher. Freut mich richtig zu sehen, dass du dich gebessert hast und vor allem wieder zu so guten Content wie damals ablieferst. Darf ich diesen Ausschnitt für meinen Kanal verwenden? Danke. Gerne, Digga. Natürlich darfst du. Generell jeder darf von meinen Videos was verwenden, außer er macht sich darüber lustig oder so. Ja, Digga. Und dann nochmal von GPLN nochmal. Ist übrigens echt gelungen, der Billesong Charcuzel Mate. Danke dir, Digga. Korrekt, Digga. Korrekte Aktion. Blurry ist nochmal einfach gesagt, du bist mega cool. So. Dreier von Darkness. Ich bezahle jetzt 200 Euro. Aber wenn er jetzt. Wenn er die jetzt ignoriert. Also Leute, by the way, ich werde ja in Zukunft ja mehr Spendenvideos machen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wem ich alles spenden soll. Bitte die Namen von YouTubern, nicht die Links, weil die werden rausgefiltert, sondern die Namen. Digga, Stiers Rhythmus ist einfach komplett tot. Guck aufs. Ey, Digga. Sag nicht noch ein Babadonet. Nein, Digga, hör auf, Mann. Oh. Hör mal auf. Digga. Was ist los? Darkulim hat nochmal ein 200er donated. Was geht hier nein ab, Alter? Leute, was ist denn hier los, Mann? Er sagt, Hayes und ich haben dir jetzt insgesamt 300 Euro gespendet. Wir hoffen, dass dich freut, dass, dich mit deinem aktuellen, dass du es mit deinem aktuellen Content weitermachst. Viele Grüße, Garkulim. Dürfen wir den Stream-Ausschnitt auf unseren Kanälen hochladen? Ja, gönnt euch, Dicker. Gönnt euch auf jeden Fall. Könnt ihr gerne auf jeden Fall was hochladen. Verrückter Modus auf jeden Fall. Boni 200, Dicker. Ey, wenn heute noch mehr geht, Dicker, dann ist Krise, Dicker. Dann muss ich auf jeden Fall den einen oder anderen Win hier für euch fetzen, Dicker. Als Ehrenmodus.